Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch aus dem schönen Dinkelsbühl. Ihr seid wieder bei Mika Caravan auf dem Kanal gelandet. Vielen Dank dafür. Und ich möchte heute einfach mal ein kurzes Video machen über die nächsten Tage, weil da möchte ich ein bisschen was ankündigen, euch auch vielleicht ein bisschen neugierig machen, beziehungsweise euch auch die Möglichkeit geben, den ein oder anderen Wunsch zu äußern. Worum geht's? Ganz einfach, ich werde mich auf den Weg machen am kommenden Wochenende Richtung Düsseldorf. Was findet da statt? Die Caravan Salon. Wir haben da wieder Messe. Schön, wir freuen uns drauf. Also dauert zwar jetzt noch ein bisschen, sind noch 2 Wochen hin, aber da möchte ich schon mal ein bisschen anteasern. Und zwar geht es darum, dass wenn ihr Themen habt, die euch brennend interessieren, aber persönlich natürlich nicht dahin fahren könnt, würde ich gerne für euch den Weg machen und die Themen euch über YouTube zur Verfügung stellen, beziehungsweise die Gesprächspartner mir suchen, das ein oder andere Thema abzufilmen, was euch interessiert, zum Beispiel Super B, Lithium-Akku oder Bulldron oder wer alles da ist, Cinderella, Verbrennungstoilette, ganz wichtiges Thema, da möchte ich auf alle Fälle hingehen, beziehungsweise noch ganz, ganz andere Themen oder auch den ein oder anderen Autohersteller, wo euch interessiert. Roomtouren als solches werde ich natürlich nicht so machen. Was ich aber tun werde, sind vielleicht die einen oder anderen Expeditionsfahrzeuge bezüglich auch der Technik anschauen und mir vor die Kamera holen. Und das wäre natürlich auch für euch die Chance, mir in den Kommentaren unten einfach eine gleiche Nachricht zu hinterlassen, was euch speziell interessiert. Und ich dann entsprechend auf den jeweiligen Stand gehe und eure Wünsche, Zuschauerwünsche zu erfüllen. Es wäre mir wirklich ein gutes Anliegen, wenn ich da vielleicht den ein oder anderen Anreiz für euch schaffe. Warum ist es mir ein Anliegen? Weil ich natürlich euch auch die Möglichkeit geben möchte, damit ihr mir Content liefert, was ich euch zeigen kann. Geht mir halt darum, dass ich nicht einfach irgendwas abfilme, was vielleicht auf meinem Kanal gar nicht gesucht wird, was euch vielleicht auch gar nicht interessiert, weil ich bin ja schon ein bisschen mehr der technisch visierte Kanal und da wäre es ja Quatsch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Fahrräder abfilme. Also das müssen wir nicht machen. Und ich möchte mir da eben die ganze Technikhalle schnappen, sei es Radio, Navigation, Satellitenanlagen und so weiter. Und wie gesagt, wenn ihr da spezielle Anregungen habt, bin ich sehr gern bereit, euch da Zuschauerwünsche zu erfüllen und das mir einfach unten in den Kommentaren vermerken und dann werde ich mir denjenigen Gesprächspartner auf der Messe dann suchen. Jo, das zu dem Thema. Unter anderem läuft unsere Spendenaktion. Wir helfen Flutopfern. Haben wir ja schon auf unserem Event groß gemacht. Da war hier an der Theke die Box gestanden. Unten ist nochmal die Kontonummer eingeblendet für all diejenigen, die da was noch tun möchten. Ich kann euch versichern, beziehungsweise wir machen das alles offiziell. Ich habe extra das Spendenkonto eingerichtet, um dass auch die Bank damit involviert ist. Wir werden dieses Geld 1:1 dorthin fahren, wo es den Bedarf auch decken kann, beziehungsweise wo es auch wichtig ist, dass da geholfen wird. Camper Tobi ist da mit dabei und da werden sich auch noch in Düsseldorf vielleicht der ein oder andere mit anschließen, um da auch noch ein bisschen was zu bewegen, um da auch noch ein bisschen Geld zusammenzukriegen. Da freuen wir uns schon richtig drauf, damit wir da wirklich, wirklich was Großes schaffen können. Ist uns wirklich am Herzen gelegen, weil da sind auch 3 wunderschöne Campingplätze komplett zerstört worden. Unter anderem sind noch zig Familien da, wo wirklich Existenzen dranhängen. Und das ist schon unsere Pflicht, da alle was zu tun. Und da möchten wir wirklich nur ein bisschen was dazu beitragen.
Unter anderem, bitte nicht wundern, die Woche war ein bisschen turbulent, wie auch die letzte Woche. Wir haben aktuell unglaublich viele Notfälle. Notfälle heißt immer, ja, kaputte Wasserpumpen, kaputte Lithium-Akkus und so weiter. Das schieben wir immer permanent dazwischen, Kühlschrank geht nicht und so weiter. Darum sind die Videos gerade aktuell so ein bisschen zu kurz kommen, aber ich werde da wieder aufholen. Das verspreche ich euch, da geben wir wieder richtig Gas. Aktuell die Woche habe ich ein Auto da, ein Knaus, den wir groß umbauen. Das ist ein größerer Act, aber die Kunden schlafen da. Also das heißt, wir müssen das Auto abends immer so weit fertig machen, dass die Kunden wieder drin schlafen können. Die sind unten auf unserem Stellplatz. Ganz toll, ganz nette Leute. Freuen wir uns richtig, wenn sie immer kommen. Und ja, der Knaus, der wird da richtig schön mit Wechselrichter, Ladebooster, zwei Lithium-Akkus, 2x150er Lithium-Akkus und so weiter. Ganz, ganz tolles Auto, wird richtig schön. Und ja, dann will ich euch auch wieder den Fortschritt von dem Fahrzeug zeigen, weil ich habe einen tollen Mann, der im Messebau tätig war und der hat hier also wirklich künstlerische Hände bewiesen, ganz, ganz toll verbaut mit Holz, super, super gut, weil wir mussten ja den ganzen Hängeschrank ändern und so weiter. Also das zeige ich euch aber im nächsten Video, schaut richtig klasse aus, da dürft ihr echt gespannt sein. Also schaltet wieder ein, da müsst ihr unbedingt dabei sein. Ja, was gibt's noch? Sonst eigentlich aktuell nichts weiter. Das ist das, was ich euch mitteilen wollte. Jetzt ist ja wieder fürchterlich kalt worden gerade. Ich hoffe, dass das Wetter noch ein bisschen besser wird, damit wir da noch ein bisschen Spaß haben. Der Sommer hoffentlich noch nicht vorbei ist und nicht schon wieder so viel Wasser vom Himmel kommt. Aber ja, das ist was wir nicht ändern können, also müssen wir das so hinnehmen und ich hoffe, dass ihr nur ein paar schöne Ausflüge machen könnt mit euren schönen Fahrzeugen und ja, in dem Sinn wünsche ich euch einen noch wunderschönen Abend. Vergesst nicht, tut die Kommentare oder tut mir bitte eure Anregungen in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch, genauso wie über jeden Abonnenten, der dazukommt. Dafür auch nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ist alles nicht selbstverständlich. Ja, das ist jetzt einmal ein kurzes Video. Morgen geht es wieder weiter mit Technik und da freue ich mich auch schon drauf. Ganz, ganz toll. In dem Sinn, alles Gute, schöne Grüße aus Dinkelsbühl und alles Gute. Bis dann. Ciao.